Hallöchen alle zusammen. Heute wollen wir uns mal anschauen, ob es Sinn macht für Solo-Spieler, ja, Helldivers 2 sich zu holen. Und dafür haben wir hier die höchste Schwierigkeitsstufe im Spiel ausgewählt und ich werde es jetzt probieren, Solo zu clearen. Und damit starten wir auch direkt rein mit dem Loadout. Was habe ich dabei? Da haben wir zum einen den Grenade Launcher. Ja, wir machen hier eine Eier-Zerstörung-Mission von den Insekten. Und da ist natürlich besonders wichtig, dass wir viel Flächenschaden haben, ja, und deswegen haben wir natürlich den Granatlauncher dabei, da dieses einfach ein super Tool dafür ist. Ich werde hier probieren, direkt oben drauf auf den Eiern zu landen, auf dem Terrain, was euch hier besonders bei diesem Missionstyp sehr zu Nutzen machen könnt. Direkt die Granaten drauf auf die Eier und die restlichen dann einfach abschießen, um so schnell wie möglich dieses Camp zu clearen. Leider sind hier jetzt ein paar Eier noch direkt unter mir zu finden, da wo die ganzen Mobs sich gerade sammeln, wo natürlich auch direkt der erste Durchbruch stattfindet. Aber dafür schmeiße ich jetzt hier einfach mal den Adler rein und hoffe, dass er die letzten paar cleart, sodass ich noch genug Zeit habe, bevor es wirklich zu viele Gegner hier werden, einfach rauszurennen. Deswegen springe ich jetzt hier runter und renne so schnell wie möglich weg. Und das erste Ziel ist abgeschlossen. Das erste Nest an Eiern wurde zerstört. Und wir sprinten weg, da tatsächlich ein Giant hier gespawnt ist. Und ich probiere jetzt meine Taktikausrüstung hier zu spawnen. Das ist aber einer der Grenade Launcher, wie erwähnt, und zu anderem der Guard Dog Rover. Den habe ich einfach dabei, um die kleinen Insekten, die um mich herum die ganze Zeit sind und die einen ziemlich nervig sein können, damit ich die einfach ignorieren kann und der Laser die für mich erledigt. Deswegen habe ich den dabei. Mein Loadout ist mit Sicherheit nicht das Optimalste der Welt, aber es ist das, wofür ich mich entschieden habe. Und hier sterbe ich dann das erste Mal in diesem Run tatsächlich, da ich leider so Pech hatte und mein hier genau in eine Patrouille geworfen habe mit diesen Springern-Insekten, die wirklich weit springen und auf einen drauf springen können. Und wenn das wirklich eine große Gruppe ist, vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, hat man einfach keine Chance. Man ist einfach tot, besonders wenn man genau dort reinläuft. So, jetzt ist wichtig, nicht direkt wieder zu dem Punkt hinlaufen, sondern erstmal alle Gegner wegkiten. Das ist allgemein bei Solo meiner Erfahrung nach eine sehr wichtige Strategie. Ich habe hier also eine große Runde gedreht, um alle Gegner halt von diesem Spot wegzulocken und bin dann hintenrum wieder zurückgekommen, um mein Gear einzusammeln und ihr, wie ihr seht, ohne Probleme. Und jetzt gehen wir auch schon zum nächsten Spot, wo die Eier sich befinden. Ich gucke hier erstmal herum, ob irgendwelche Gegner zu sehen sind. Und Stealth ist sowieso auch super wichtig, wenn man Solo spielt, meiner Meinung nach. Patrouillen zu avoiden, keine Durchbrüche zu erlauben, indem man einfach Gegner aus dem Weg geht, ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Bei diesen Eiermissionen ist es auch tatsächlich so, dass immer sehr viele Gegner auf einen Spot fokussiert in diesen Camps zu finden sind. Und das macht es sehr, sehr schwierig, zum Objective hinzukommen. Bei anderen Missionszielen habt ihr da vielleicht etwas leichteren Job, weil meistens eine Gruppe auf dem Objective steht, was ihr dann clearen könnt mit einem Airstrike oder euren Waffen. Und dann habt ihr da erstmal Ruhe. Bei den Eiermissionen gibt es aber viele Löcher, aus denen Insekten rauskrabbeln können und so weiter. Und das macht es echt schwierig, teilweise auf die Punkte drauf zu kommen. Deswegen schaue ich mich erstmal um, guck, wann ein gutes Opening da ist und dann renne ich rein, schmeiße meine Granaten, probiere es so schnell wie möglich alles zu clearen. Die letzte Granate und zack, das zweite Objective schon down. Muss ich sagen, bis hierhin lief es echt super gut. Und wie ihr seht, ich probiere jetzt nicht noch die restlichen Mobs zu clearen, weil es ist hier Helldive, ja? Und das ist einfach eigentlich echt nicht für Solo gedacht wahrscheinlich. Und es ist einfach unmöglich teilweise so große Gruppen an Monstern zu fighten. Deswegen habe ich hier auch eine leichte Rüstung dabei, der ich schnell laufen kann und viel Ausdauer habe. Weil diese Kämpfe zu nehmen macht einfach keinen Sinn, ja. Auch in der Gruppe ist das ein guter Tipp für euch. Wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, auch da müsst ihr nicht jeden Fight nehmen, ja. Jetzt erwischt mich hier leider der Giant mit seinem Giftspray, was einen leider auch verlangsamt. Und ich laufe noch auf eine Knallpflanze rein. Das ist natürlich echt schlecht in so einer Situation, in der ich mich finde. Und da killt mich mein eigener Rover, ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten von euch den Rover nicht besonders mögen. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Dieses Ding Team killt leider etwas zu oft. Aber es ist halt echt nett, besonders gegen halt die Bugs, die, wenn sie zu nah kommen, hilft er euch gut aus. So, da vorne ist auch schon das dritte Nest. Natürlich habe ich jetzt aber leider keine Ausrüstung mehr dabei. Das heißt, kein Grenade Launcher für mich. Ich habe aber natürlich den Booster dabei, das habe ich noch gar nicht erwähnt, den ich immer mit voller Ausrüstung wieder spawne. Finde ich, ist, wenn man Solo spielt, dass sich besonders auf sehr hohen Schwierigkeitsgraden nicht verhindern lässt, dass ihr mal ab und zu sterbt. Spawne ich hier mit vollen Spritzen, voller Munition, vollen Granaten, die halt hier sehr nützlich sind, um die Eier effektiv zu clearen. Da habe ich natürlich auch die Impact Grenades dabei,
damit ich genau dort, wo ich hinschmeiße, auch den Schaden hinbekomme und nicht etwas Pech die Granate wieder zurück in mein Gesicht fliegt, während ich die Eier versuche zu zerstören. Und jetzt mache ich es hier so wie bei dem zweiten Camp. Ich laufe erstmal drumherum, schaue mich um. Wie sieht denn die Lage aus? Wie viele Monster sind in der Umgebung? Ich sehe hier momentan noch nichts. Und auch immer sneaken, ja? Ihr seht eine Patrouille und ich bin echt super nah eigentlich. Auf der Map ist natürlich auch sehr schlechte Sicht. Das sind natürlich nicht die besten Konditionen auch. Am besten habt ihr eine Map, wo ihr weit sehen könnt. Aber wie ihr seht, die Patrouille läuft einfach an mir vorbei. Weil ich halt hier einfach mal in die Hocke gegangen bin, ja? Unterschätzt das nicht. Das hilft einem echt super much. Jetzt bin ich hier auszusehen aufgestanden, da ich diese kleine Steinplatte runtergesprungen bin. Das hat dann meine Unsichtbarkeit aber direkt wieder verworfen. Und jetzt probiere ich einfach rein zu rushen, um... Ihr seht tatsächlich, hier sind nicht so viele Gegner. Spielen wir mal, wie viel Schaden wir machen können. Jetzt hat mich der Impact meiner Granate leider selber erwischt. Und mein kleiner Rover ist nicht dabei. Und ich muss jetzt hier die Mobs selber klären. Und papp, die Impact Grenades zerfetzt mich selbst. Das ist leider wieder mal unglücklich gelaufen. Mit dem Rover hätte ich vielleicht hier eine bessere Chance gehabt, da er für mich die kleinen Mobs um mich herum geklärt hätte und ich nicht diese drei Schüsse hätte abgeben müssen. Spawn aber hier direkt wieder rein. Die Eier zu klippen, die Grenades. Perfekt, alle weg. Und jetzt droppe ich hier einfach mal einen Laser rein, um ein bisschen die Gegner zu klären, um vielleicht doch hier stehen bleiben zu können. Aber dann merke ich, nein, muss leider runterdroppen. Und hier sind diese Löcher. Da links habt ihr es gerade gesehen und auch vor mir. Überall kommen hier Mobs rum um diese Hut-Bereiche von den Sekten. Und jetzt geht es wieder darum. Wir haben keinen Stealth mehr. Es sind so viele Gegner on Spot. Wir kiten erstmal raus. Wir laufen erstmal weg, probieren alle wegzupullen. Und hier gehen wir wieder rein. Keine Gegner in der Nähe. Das ging jetzt relativ schnell. Manchmal müsst ihr auch deutlich weiter noch pullen. Und jetzt haben wir das Objective geschafft. Und da gibt es natürlich jetzt nur noch die Evakuierung zu erledigen. Evakuierung, egal welches Objective ihr probiert, solo zu machen, auf einer hohen Schwierigkeit, ist wahrscheinlich der schwerste Part dieser Mission. Weil hier bringt euch Stealth nichts. Hier bringt euch weit weg halt nichts. Da, wenn ihr zu weit weglauft, die Evakuierung leider abgebrochen wird. Ich droppe hier den zweiten Laser. Ich habe jetzt mal den Paar darüber gesprungen, wo ich hier hinlaufe. Da es nicht so interessant ist. Und der Laser macht hier gute Arbeit. Aber hier kommen natürlich auf Helldive auch extrem viele Gegner. Hier besonders diese Chargers sind halt super nervig. Hatte ich tatsächlich nicht so viel begegnet auf dieser Map. Was natürlich echt nett ist. Und ich probiere es hier einfach so gut wie ich kann zu kiten. Weil was anderes kannst du nicht tun. Hier rumzulaufen, in Kreisen zu laufen. Gegner nicht anderen reinkommen zu lassen, ist alles, was man hier tun kann. Hier probiere ich zu springen, der Charger erwischt mich leider und das ist dann einfach dein Ende, ne? Da sind viel zu viele Gegner. Und das war's mit dem Leben. Ein Leben habe ich noch. Das Ding, was ihr aber auch immer bedenken müsst, ist, Evakuierung ist keine Pflicht, um die Belohnung für diese Mission zu halten. Es ist nur ein Multiplayer, der euch noch etwas mehr XP und Währung gibt. Ihr könnt die Mission aber auch abschließen, ohne zu evakuieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch einmal sterbe, ist es nicht das Ende der Welt, ja. Und jetzt mache ich mir hier wieder den Trick vom Anfang zunutze und stelle mich auf ein erhöhtes Terrain. Manchmal kann es sein, dass euch einige Bugs hochkommen, wie da gerade. Dann könnt ihr die einfach wegmachen. Aber leider funktioniert der Trick auch nicht ewig. Wir haben zwar hier nur noch jetzt gleich eine Minute, aber wenn diese Giants spawnen, die kommen natürlich auch, egal wo ihr oben seid, meistens ran. Und ich warte hier noch, bis er nah genug dran ist, aber dann muss ich leider runtergehen. Und probieren, diese letzte Minute noch irgendwie rumzukriegen. Ich habe natürlich jetzt keinerlei Laser oder sonstige Artillerie mehr zur Verfügung, die mir helfen könnte, da etwas aufzuräumen. Deswegen probiere ich jetzt hier zu sneaken und gucke, ob es funktioniert. Nein, der Giant ist natürlich leider hinter mir, da ist auch schon wieder ein kleiner Bug. Und ich habe halt immer noch keine Ausrüstung, ne? Da ihr auf Helldive meistens einen Effekt habt, dass ihr nicht, also dass eure Cooldown für eure Ausrüstung deutlich erhöht ist. Deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt immer noch keinen Grenade Launcher und kein Rover, der hier tatsächlich ganz nützlich sein könnte, um halt ein paar Bugs von mir fernzuhalten. Aber ich probiere hier meine Ausdauer zu regenerieren. Und es funktioniert auch ganz gut. Ein paar Granaten rein, damit die nicht so nah rankommen. Und hier denke ich noch, okay, passt eigentlich. Ja, aber jetzt sehe ich auch von der anderen Seite kommen auch Bugs. Und jetzt werde ich halt langsam eingecancelt. Ich kann halt nicht wirklich viel weiter weglaufen vom Evakuierungspunkt, weil da dann Evakuierung fällt und da sind diese kleinen Jumper, da seht ihr auch schon, Evakuierung fällt, wenn ich so weit weg bleibe. Das heißt, ich muss wieder näher ran. Und das sind natürlich viel zu viele Gegner, ja. Und hier werde ich einfach zerschnetzelt und damit scheitert leider die Evakuierung. Aber
wenn ihr wirklich Samples farmen wollt, Solo ist das halt leider nicht wirklich drin. Na, dafür habt ihr zu wenig Zeit auf diesen hohen Schwierigkeitsgraden. Dann macht ihr lieber einfache Missionen. Und leider spawne ich hier direkt wieder beim Giant, der mich sofort mit seinem Säurestrahl wegmacht. Da war der Respawn leider nicht besonders gut. Wäre ich besser gespawnt, wäre es vielleicht geklappt. Aber wie ihr seht, ich kriege trotzdem eine ordentliche Belohnung. Und was? Wir gucken uns das mal an. Wenn man das Hauptziel erreicht, in knapp 18 Minuten, 52 Sekunden, was bekommen wir denn dafür auf Helldive als ein Solo-Spieler? 2 Sterne nur, aber 250%, das bedeutet 2450 von der Währung und 500 XP. Ist natürlich jetzt nicht das beste Ergebnis. Ich habe die Mission natürlich aber auch nicht bestmöglich gespielt. Das kann man definitiv besser machen. Also ihr seht, Solo ist zwar möglich und man kann es mir sicher auch besser machen, als ich es hier gemacht habe. Aber es war einfach mal ein Test von jemandem, der gerade mal Level 20 ist. Und ja, wenn ihr Solo auch probieren wollt, könnt ihr es definitiv tun. Ich empfehle euch wahrscheinlich lieber eine Gruppe, wenn ihr wirklich Spaß dabei haben wollt. Aber es ist definitiv eine Challenge, es mal auszuprobieren. Das soll es dann auch gewesen sein heute von mir. Helldivers 2 macht mir echt super viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß damit, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn ja, lasst es mich doch bitte gerne wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.